lauschiges Plätzchen. Heitere Aussichten. Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Ach ja. Bist du sicher, dass es hier ist? Was? Dass wir warten sollen. Er sagte vor dem Baum. Siehst du noch andere Bäume? Was ist das für einer? Ich weiß nicht. Eine Weide. Wo sind die Blätter? Sie wird abgestorben sein. Ausgetrauert. Sie warteten also auf ihn? Das heißt, wir auf meinem Grund und Boden? Wir dachten uns nichts Böses dabei. Es geschah in guter Absicht. Die Straße gehört all. Das haben wir uns auch gesagt. Es ist eine Schande, aber es ist so. Man kann es nicht ändern. Lassen wir das. Warum immer tragen? Niemals absetzen. Warum? Ach so. Das hätten Sie eher sagen sollen. Warum er es sich nicht bequem macht. Versuchen wir klar zu sehen? Darf er es nicht doch? Er will es also nicht, logisch. Und warum will er es nicht? Meine Herren, ich werde es Ihnen sagen. Pass auf. Um mich zu beeindrucken, damit ich ihn behalte. Dass auf dem Lande im Gebirge und am Rande der Meere der Ströme von Wasser und Feuer die Luft dieselbe ist, bis auf einige Ausnahmen, man weiß nicht warum, aber das kommt noch und leidet, wie die göttliche Miranda mit denen, die man weiß nicht warum, im Anschluss an die Arbeiten von Poisson und Wattmann es ebenso klar erscheint, wie im Hinblick auf die Bemühungen von Zarthoff und Belcher unverändert. Jetzt lohnt es sich nicht mehr. Also, wir gehen. Gehen wir.